Hier seht ihr jetzt eine typische Spur eines Hasen. Und bei der Hasenspur ganz typisch, die zwei hinteren Eindrücke, die sind von den Vorderläufen, und die zwei längeren Abdrücke nebeneinander, das sind die Hinterläufe. Hier seht ihr jetzt typische Wechsel vom Rehwild. Die halten immer quasi solche Pfade ein, und hier kann man jetzt sehen, wie die hier ins Feld rausziehen und nach Nahrung suchen und dann auch wieder hier in den Wald auf dem gleichen Weg wieder in den Wald hineingezogen sind. Hier seht ihr jetzt, wie das Rehwild versucht hat, den Boden aufzuscharren und durch die Schneedecke an die Äsung zu kommen. Darunter ist immer noch ein bisschen grün und da finden sie dann immer noch was zu fressen. Hier seht ihr jetzt, wie das Rehwild ins Feld hinausgezogen ist. Und es sieht jetzt aus, als wären hier Hunderte unterwegs gewesen. Wenn man jetzt genau schaut, dann erkennt man auch an den Größen der Abdrücke, der Schalen, sagen wir da dazu, dass das hier ein großes Reh war und zwei kleinere Rehe. Damit wissen wir, dass hier eine Geiß mit ihren zwei Kitzen ausgezogen ist und ins Feld nach Nahrung zu suchen. Und somit haben wir hier 12 Läufe unterwegs, und wenn die einmal in die Richtung laufen und einmal wieder auf der gleichen Fährte wieder in den Wald rein, haben wir quasi 24 Abdrücke, und dann sieht es hier aus, als hätte es wild ohne Ende. Dabei ist es gerade mal eine Rehfamilie. Aber gerade im Schnee bekommen wir Jäger einen super Überblick, ja, was bewegt sich und wie viel Wild ist unterwegs. Und oft findet man auch Fährten von seltenen Tieren, die unterwegs sind, zum Beispiel auch eine Luchsfährte. Um was für Tierarten es sich handelt, kann man nicht nur an den Spuren erkennen, sondern natürlich auch an der Losung, das heißt an dem Kot. Hier, das war ein Reh. Hier seht ihr jetzt die Spuren eines Fuchses, der auch unterwegs ist, um sich Nahrung zu beschaffen. Hier könnt ihr jetzt nochmal sehr schön eine schon ältere Fuchsfährte erkennen. Ihr seht, in dem Abdruck liegt bereits Schnee. Das heißt, die ist nicht mehr ganz frisch, sondern das war sicher am Vorabend war der unterwegs. Über Nacht hat es da schon wieder Schnee reingeweht. Was ihr aber noch schön sehen könnt, sind die Abdrücke der Krallen vorne im Abdruck der Pfote. Und hier hat der Fuchs seine Losung hinterlassen und auch gleich mit Urin sein Revier markiert. Die Fuchslosung erkennt man an der typisch gedrillten Spitze am Ende. Und wenn man hier genau hinguckt, dann sieht man auch noch Haare da drin. Also die Hauptnahrung hier von diesem Fuchs waren auf jeden Fall Mäuse. Ja, und wenn wir Glück haben, dann führt uns die Fährte im Schnee auch noch zu einem Fuchsbau. Ja, und der sich noch gefragt hat, okay, warum gehen die Rehe dann da nach draußen? Das ist auch ein Thema von Monokulturen. Werft mal hier einen Blick in diese Fichtenkultur. Ja. Hier gibt es zu fressen genau null. Ja. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also auch da kommen die neuen Mischwälder, die Naturverjüngungen, so wie es der Forst plant, letzten Endes auch unserem Wild zugute. Ja? Weil hier ist der Kühlschrank leer und somit auch die Nahrungssuche in anderen Bereichen vorprogrammiert. Hier kann man schön den Wechsel sehen, wo die Rehe vom Wald
ins Feld rausziehen. Jetzt die Losung eines Feldhasen. Vielleicht noch ein Satz zur Ausrüstung. Das ist jetzt hier für einen Buschkrafter mehr oder weniger ein Kursspaziergang. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn man zu so einer kalten Jahreszeit unterwegs ist, zwei Dinge sind immer mit dabei. Das eine ist das Messer natürlich und zum anderen, viel wichtiger, nach 30 Jahren Erfahrung, hier braucht er ja jetzt kein Angelhaken oder sonstige Sachen zum Überleben. Ihr kommt ja irgendwann wieder nach Hause, verhungern tut ihr hier auch nicht. Ihr seid ja mitten in der Zivilisation. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel hier ausrutscht und brecht euch den Fuß, dann habt ihr ein Problem. Hier vor allem in der Kälte, weil jeder, der verletzt ist, das Erste, was ihm zu schaffen macht, ist, er fängt dann zu frieren, Wärmeverlust. Und deshalb immer wichtig, euer Survival-Kit. Und was ist da drin? Das Allerwichtigste um die Jahreszeit ist so eine Rettungsdecke, besser noch zwei. Ich habe auch schon gestürzte Mountainbiker gehabt. Und wenn ihr den nicht mehr transportieren könnt und der muss hier warten, bis irgendwo im Gelände die Rettung auftaucht, dann ist es eben super wichtig, dass ihr den hier eine Rettungsdecke von hinten durch die Jacke ziehen könnt und von vorne auch noch den Verletzten warm einpacken, und dann sind dem seine Chancen, dass er nicht unterkühlt, schon wesentlich besser. Also das wichtigste Thema draußen ist eine Binde zum eine starke Blutung stillen, weil das ist wichtig, dass der Kreislauf nicht zusammenbricht, und dann eben hier ein Kälteschutz, zwei Rettungsdecken, und dann seid ihr hier für die ganz normalen Touren schon voll gut präpariert. Ja, hier stehen wir jetzt auf dem abgeernteten Maisacker, und an den Stoppeln von dem Mais könnt ihr noch sehen, dass hier der Landwirt das sehr gut gemacht hat. Das heißt, er hat hier noch nicht den Mais und die Reste untergeackert und schon wieder neu eingesät. Dann entstehen nämlich immer Schäden, weil die Wildschweine kommen. In der harten Zeit wie jetzt, wenn alles schneebedeckt ist, ist die Nahrungssuche hart, und natürlich graben die dann hier nach dem letzten Maiskorn den Acker wieder um. Und wenn hier alles schon wieder vorbereitet ist für die nächste Ernte, dann haben wir hier Schäden und dann gibt es Ärger. Hier der Landwirt, der hat es jetzt stehen lassen. Das heißt, hier kann das Wild jetzt drauf, kann hier die Nahrung noch auflesen. Und wenn die harte Zeit dann vorbei ist, dann ackert er hier um und sät ein. Das ist perfekt. Ja. Hier könnt ihr nochmal sehen, hier ist das Wild an einer Stelle aufgetaucht, wo die Sonne den Schnee und den Harz schon etwas aufgetaut hat. Und hier konnten sie jetzt mit ihren Läufen gut die Äsung freilegen. Ja, und hier sieht man an den vielen, vielen Fährten, hier geht es richtig rund. Hier rechts im Bild, da seht ihr jetzt auch noch in der Ferne so einen Stoppelacker. Links daneben ein Feld, wo schon wieder bestellt ist, also wo schon wieder umgeackert ist. Und hier könnt ihr jetzt schön sehen, stellt euch mal jetzt so einen Feldhasen vor. Erstens findet ihr in dem Stoppelacker noch was zu fressen. Und zweitens findet ihr hier auch einen super Schutz vor Greifvögeln, weil das könnt ihr euch selber ausmalen. Wenn der hier in der Schneefläche sitzt, dann ist er für einen Greifvogel, man sagt ja nicht umsonst Adleraugen, sichtbar aus höchster Höhe, und damit ein leichtes Opfer. Und eben in diesem Stoppelacker, schon von seiner Farbe her, vom Fell, findet ihr hier eine super Tarnung, und ist auch nicht so leicht ausfindig zu machen und wird somit auch nicht so leicht zur Beute. Hier sieht man auch, da hat ein Reh genässt, also in der Nichtjägersprache einfach sein Pipi gemacht. Hier könnt ihr schön sehen, dass alle Wildarten auch erpicht sind auf Sicherheit, auf Deckung. Und hier haben sie die Nähe zum Waldrand ausgenutzt. Hier sieht man, hier sind besonders viele Rehe unterwegs. Und das hat einen einfachen Grund: wenn sie gestört werden, dann sind sie mit ein paar Fluchten wieder im sicheren Wald. Ja, und da fühlen sie sich hier halt wohl. Wichtig ist auch hier zu sagen, der Landwirt, der hat jetzt hier
quasi das Feld noch stehen lassen. Er hat jetzt das Grün nicht untergeackert und somit findet auch hier jetzt vom Hase, haben wir ja gesehen, über das Rehwild hier Äsung. Ist das oft nicht der Fall, dann bleibt ja den Rehen vor allem nichts mehr anderes übrig, als dann bleiben nur noch die Knospen und Triebe junger Bäume übrig. Ja. Und hier haben wir natürlich das Problem, dass wir dann einen Konflikt haben im forstlichen Bereich, weil die müssen natürlich auch ihren Waldbau im Griff haben und die Pflanzen hochbekommen. Und deshalb ist es hier immer gut, wenn das Wild Äsung findet. Und oft hat auch der starke Verbiss im Wald nichts mit der Wilddichte zu tun, sondern dass entweder draußen wie hier im Feld eine große Beunruhigung ist, das heißt, das Wild kann hier nicht raus zum Äsen, ja, oder es findet eben nichts. Ja, der Kühlschrank hier draußen ist einfach leer. Hier sieht man nochmal wunderbar klar so eine Rehfährte. Ja, dann sind wir mit unserer Fährtenerkundungstour auch schon durch. Ich denke, das ist heute repräsentativ, was haben wir gesehen. Sehr viele Rehfährten. Dann haben wir auch festgestellt, okay, das ist auch sehr wichtig. Hier gibt es auch noch sehr viele Feldhasen, was ein sehr gutes Zeichen ist. Und dann haben wir noch gefährdet den Fuchs. Da haben wir nur sehr wenige Abdrücke im Schnee entdeckt. Ja. Hier muss man sagen, das muss man wissen, wir hatten hier in der Vergangenheit die Staube und die Räude. Das heißt, hier war die natürliche Auslese für den Fuchs sehr hart und deshalb ist auch der Bestand im Moment da nicht so hoch. Was wir hier jetzt noch hätten finden können, gerade auf dem Maisacker, das wäre die Fährten gewesen von Schwarzwild, also von Wildschweinen. Gut, da haben wir jetzt keine gefunden, also können wir auch sagen, okay, hier waren jetzt auch keine unterwegs. Und genauso, wenn wir jetzt ein bisschen weiter im Donautal gelaufen wären, hätten wir vielleicht noch Gams gefährdet. Oder, was gerade auch da ist, sogar, wenn wir Glück hätten, sogar noch eine Luchsfährte gefunden. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut, euer Hans. Ciao.